So, da ist der Brunnen, da ist Alphas Haus. Und hey, willkommen zum neuen Video. Vergiss auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du kein Video mehr und das würde mich mega freuen. Und wenn du auch eingeblendet werden möchtest, dann schreib einfach jetzt ein liebes Kommentar über das Video oder so und dann kann ich das für dich einblenden. Aber hey, ich bin hier mal wieder auf dem Dach, ein bisschen am Chillen, ein bisschen entspannen und ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder Lix überraschen. Hehehe. So, wir gehen mal hier rein. Ich hoffe mal, Lix ist diesmal nicht wieder im Klo. Oh oh. Oh, hoffentlich ist er überhaupt zu Hause. Oh, okay, schon mal nicht auf dem Klo, aber wenn ich schon mal hier bin. Oh, Lix Klo ist echt gemütlich. So, aber noch Hände waschen. So. So. Oh, er schläft. Oh, Lix schläft, Leute. Oh, er schnarcht aber ganz schön laut. Wollen wir ihn aufwecken? Lix, aufstehen, aufstehen, aufstehen! Lix, Lix! Lix! Hi! Was machst du schon wieder hier in meiner Wohnung? Wie geht's dir? Lix, hallo! Bist du komplett verrückt? Oh, Lix, ich bin doch ein Geheimagent. Ich darf sowas. Warum weckst du mich jedes Mal? Junge, mein Herz, ich mach das nicht mehr mit. Hallo, Lix, wie geht's dir? Lix! Warte, ich muss erst mal wach werden. Okay, ich gebe dir 5 Minuten. Oh, warte mal ganz kurz. Ich gehe erst mal kurz hier... Oh, erst mal mein Gesicht waschen. Oh, Leute. Du bist doch verrückt. Oh, da war ein Tiger. Wie cool. Hör, was? Tiger? Wo? Hier, guck mal. Ah, ja klar. Wie heißt denn der? Das ist mein Tiger, Tigo. Tigo? Oh, was für ein cooler Name. Oh, du hast echt coole Spielsachen, Lix. Ja, die sind alle mega cool, ne? Und vor allem hier auch das Schaf. Schon. Oh Mann, und das auch hier und das. Das ist eine Limited Edition, davon darfst du nichts wissen. No, no. Oh Mann, ich will auch Spielsachen. Komm, wir gehen zum Spielzeugladen. Ich kaufe mir welche. Okay? Aber das ist doch, du arbeitest doch selber da. Ja, du ja, kannst ja. Die doch einfach mitnehmen. Ja, komm mit. Okay. Ich hab auch Geld dabei. 16 ganze Diamanten. Krieg ich damit viele Spielzeuge? Oh, ein paar auf jeden Fall, ja. Oh, cool. Dann komm mit. Oh, Lix, wenn das Geld nicht reicht, brauche ich auf jeden Fall einen neuen Job, wo man viel Geld bekommt. Genau wie du. Aber bei meinem Job kriege ich doch gar nicht mal so mega viel Geld. Was arbeitest du denn nochmal? Als Geheimagent und was noch? Und als Polizist. Aber als Polizist bekommt man doch ganz gut Geld, oder? Ja, aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon ziemlich oft freigemacht, weißt du? Ach so. Komm mit, wir gehen rein. Lix, was kosten denn die Sachen hier? Ich will zum Beispiel das da. Das ist voll cool. Und was kostet der? Also der ist schon ziemlich teuer. Ist schon echt mies, dass du dir gerade den ausgesucht hast. Was kostet der denn? Ich habe ganze 16 Diamanten. Ich glaube, der kostet 24. Oh Mann. Oh, ich brauche unbedingt einen Job. Du, lass mich kurz nachdenken. Du. Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich sogar noch Bewerber bei uns in der Polizeistation. Wir könnten es da ja mal versuchen. Oh, bei der Polizei? Ich? Ja, klar. Wie cool. Juhu. Aber was du vorher auf jeden Fall machen musst, ist ein Gespräch mit der guten Polizeidame. Dann musst du das Schießtraining absolvieren. Und dann kriegst du eigentlich schon alle Sachen, wenn du das gut bestanden hast. Oh, okay. Fahren wir da mal hin, aber ich gehe mit dir mit, okay? Allein habe ich ein bisschen Angst. Also eigentlich musst du dich da auch alleine vorstellen. Okay. Oh, oh. Ich hab ein Komm bisschen mit, mein Angst. Guter. Krieg ich dann auch einen Polizeiwagen? Ein Polizeiwagen, eine Polizeiuniform, eine Polizeiwaffe. Oh, der Uniform, und wie sogar cool. Sogar eine Marke und einen Führerschein. Oh, cool. Na ich klar. Ich will unbedingt angenommen werden als Polizist. Das wäre echt super. So, hier musst du rein. Bewerber hier entlang. Okay. Oh. Genau. Hier sind auch Einbrecher, nicht wahr? Warte mal. War hier nicht sogar der Killer drin, den ich eingesperrt hatte? Naja, das ist wohl das ist wohl für wann anders. Lass das mal meine Sorge sein. Hier musst du dich vorstellen. Genau bei der guten Dame hier. Hallo, ich bin Iki und ich würde gern bei der Polizei arbeiten. Wäre das in Ordnung? Lix, kannst du mal mit ihr reden?
Du musst ihr eigentlich nur sagen, warum du gern zur Polizei möchtest und was deine Qualitäten sind, wie bei einem normalen Vorstellungsgespräch halt. Ich hatte das noch nie, aber okay. Das kriegst du schon hin. Okay. Also, ich möchte zur Polizei, weil ich ganz viele Diamanten haben möchte. Nein, du darfst sie nicht bestechen. Nein, komm wieder hin. Du kannst doch nicht einfach einen Beamten mit Geld bestechen. Das wollte ich doch gar nicht. Komm, mach schnell. Wir müssen noch zum Schießtraining und allem. Und ich mag die Polizei und ich fange gern Verbrecher. Und außerdem bin ich auch ein geheimer Detektiv. Das darf ich ja gar nicht sagen, ne? Also das Bist letzte, du dumm? Das letzte bitte streichen. Also ich fange gern Verbrecher und ich tue gern Gutes und deswegen will ich Polizist werden. Ja, danke für die Formulare. Komm, schnell, ich geh los, schnell. Ich habe einfach die Dokumente mitgenommen. Wir gehen schnell zum Schießtraining, ich fülle alles aus und dann sollte das funktionieren, okay? Oh, cool, ich werde Polizist. Ich kann's kaum erwarten. Komm, lass uns beeilen. Aber haben wir nicht sogar schon mal das Schießtraining gemacht? Einmal, aber ich habe nichts getroffen. Oh, aber da musst du dich dieses Mal auf jeden Fall anstrengen, weil ich kann da nicht irgendwelche falschen Werte aufschreiben. Als Polizist musst du schon ein bisschen mehr drauf haben als als Geheimagent. So, nicht böse gemeint oder so, aber okay. Der Staat will das halt so, weißt du? Okay, dann werde ich mir jetzt ganz viel Mühe geben. Ganz, das schaffst ganz du viel. Schon. Das sind ja auch ganz, ganz einfache Pistolen hier, diese Steinpistolen. Mit denen kriegst du es doch wohl hin zu treffen. Ich hoffe mal. Hier rein? So, komm rein, mein Guter. Okay. Sehr gut. Und dann einmal hier rausnehmen und dann einfach rechts die Patronen rausnehmen. Okay, und Patronen. Genau. So, und jetzt? Einfach schießen? Ja, aber nicht einfach so auf mich, sondern nur von hier da durch, immer wieder. Okay, erstmal die vordere. War das gut? Nein, du musst auf die schießen, die genau vor dir ist, sonst mogelst du doch. Okay. Okay. Ja, ein bisschen tiefer, Iki. Versuch mal, tiefer. Die untere Kante unter dem Punkt zu treffen. Genau so. Ich kann es. Ja, genau so. Jetzt ich treffe. Nächste. Jetzt das nächste. Los. Oh. Ich kann es. Ah. Oh ja, ich bin voll gut. Ich bin nächste der Beste. Oh. Und jetzt hier. Ich bin voll gut. Der war drauf. Mhm. Oh, ich bin voll gut, Lex. Lass mich das mal ganz, ganz kurz angucken. Ja, der ging rein, der auch. Mhm. Das war verdammt gut, Iki. Das war richtig gut. Hände so hoch oder ich schieße. Hey, also mit mir würde ich mich nicht anlegen. Hm? Ich wollte nur mal testen. Du denkst auch, ich habe meine Dienstwaffe nicht dabei? Okay, und wie waren die Schüsse? Waren die gut oder schlecht? Die waren richtig gut. Warte, lass mich kurz in das Dokument eintragen. Waren die richtig, richtig gut? Die waren sogar richtig, richtig gut. Aber Moment mal. Du musst die Sachen noch in den Schrank reintun. Oh, ja. Okay. Aber jetzt mal fix. Und da. So. Sehr gut. Komm, dann lass uns schnell zur Wache zurückgehen. Oh. Dann kriegst du bestimmt deine Uniform. Oh, meine Uniform. Juhu. Leute, ich krieg meine Uniform. Wir müssen jetzt zum Detective hochgehen und ihm Bescheid sagen, weil der ist nämlich derjenige, der dafür zuständig ist, die Uniform zu verteilen. Du darfst aber nichts darüber verlieren, dass du ein Detektiv bist oder was wir in der letzten Zeit gemacht haben, okay? Okay. Du weißt ja, der Detective ist einer von den Gründungsmitgliedern von Omega. Also, ich darf nicht sagen, dass ich ein Agent bin, richtig? Nein, du bist ein ganz normaler Mitbewohner dieser Stadt, okay? Okay. Alles klar, komm, dann gehen wir eben nach oben. Ich sag ihm Bescheid, dass du das Schießtraining bestanden hast und dann wird er dir auf jeden Fall die Uniform geben. Soll ich hier warten? Nee, komm mit. Okay. Du musst die Uniform ja entgegennehmen. Ich nehme mir die, oh Mann, ey. Na klar, warte kurz. Ich gehe mal ganz, ganz kurz rein, dann komme ich direkt wieder zu dir. Boah, ist das groß hier. Oh, Lex redet mit ihm. Oh, hoffentlich klappt alles. So, komm rein, mein Guter. Ich habe ihm die Unterlagen gegeben, du musst dich nur noch vorstellen und dann kriegst du deine Uniform. Hallo, Detective. Ich bin Iki. Ich würde gern Polizist sein. Wo ist die Uniform, Lex? Hallo? Eigentlich müsste er sie dir gegeben haben. Oh, vielen Dank. Ah. Ja, dann lasse ich dich mal ganz, ganz kurz umziehen, mein Guter. Okay. Und hepp! Oh mein Gott, Leute, ich habe es geschafft. Ich bin ein Polizist. Oh, du siehst ja richtig cool aus. Und du oh, hast das sogar sieht deine richtig Cap bei der cool Arbeit aus. Tragen. Ja. Oh, okay, Mann. Mein Guter. Und ich werde dir jetzt Folgendes überreichen. Das hat der Detective mir nämlich gerade eben schon gegeben. Hier einmal deine Polizeimarke. Hier einmal deine Dienstwaffe plus Patron. Und hier einmal
Dein Führerschein. Oh, sogar ein Führerschein. Na klar. Aber du musst mir noch mal beibringen, wie man Auto fährt, weil das kann ich ja nicht. Das ist super einfach. Das kriegst du schon hin. Oh, ist das cool, Leute. Ich habe meine eigene Polizeimarke und meine eigene Waffe. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Das ist echt cool. Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, ich zu sein. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Nein, ich bin doch nicht verrückt. Das ist doch ein Liebesschaf. Armes Schaf. Bist ein süßes Schäfchen. Oh, hier ist noch eins. Oh, du bist ein süßes Schaf. Hallo, ich bin Polizist. Also das geht mir jetzt gerade echt ein bisschen zu weit, ne? Ich bin auch mal weg, ne? Tschüssi. Oh, okay. Okay, Leute, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und ihr könnt ja auch ein nettes Kommentar da lassen. Und das war's mit dem Video. Tschüssi! Tschüssi!